Moin bei kugelbahn.de. In diesem Video kann ich euch nun endlich die Neuheiten für den Herbst 2024 zeigen und dabei auch ein bisschen ins Detail gehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren, also zünden wir die Triebwerke. Viel Spaß! Fangen wir im Weltraum an, bevor uns die Gravitation wieder auf den Boden zurückholt. Die Rede ist natürlich von der Disney-Lizenz, die Gravitraxer ins Star-Wars-Universum befördert. X-Wing, Millennium Falcon und der Sternenzerstörer. Wer die Filme kennt, weiß, das gab es alles in den letzten 6 Teilen der Filmserie und ist auch hier bei Gravitrax mit drin. Und hier auf dem Tisch dreht sich das Star-Wars-Set in aufgebauter Form. Was als erstes auffällt, es gibt keine grünen Teile mehr in diesem Set. Transfers, Weichen, Flex-Tube, Scoop. Alles ist in, naja, was für eine Farbe ist denn das eigentlich? Es sieht so aus wie eine Mischung aus Beige, Grau und noch ein bisschen Braun dazu geschüttet. Spezial sind auch die Kurvensteine, die mit Strukturen versehen sind, wie sie auch auf dem Todesstern beispielsweise zu sehen sind. Die meisten Teile allerdings, die ihr hier seht, sind noch Prototypen aus dem Drucker, also so ist das alles noch nicht wirklich final. Final sind allerdings die Schienen, die in diesem Set alle transparent sein werden. Hier hätte das Grau aber eigentlich wiederum ganz gut gepasst, wie ich finde. Ein neues Teil gibt es auch, nämlich diesen Trichter bzw. Wirbel, der vermutlich Dropper heißen wird. Damit ist es möglich, die Kugel nach dem Durchfallen in eine beliebige Richtung zu lenken. Entweder fliegt die Kugel dann frei raus, zum Beispiel auf einen Trampolin, rollt direkt auf eine Schiene oder es wird ein weiterer Stein dran gebaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt der Dropper erstmal exklusiv in diesem Set. Die klassischen transparenten Ebenen werden ersetzt durch die Pappplatten im Design von Han Solos Millennium Falcon und einem Sternenzerstörer. Die lassen sich verwenden wie transparente Ebenen, benötigen aber transparente Einsätze, um dann auch darauf bauen zu können. Ach ja, die Grundplatten sind auch so final wie hier gezeigt, sie ergeben also eine runde Fläche, was natürlich den Todesstern darstellen soll. Das ist schon ganz schön cool, nur schade, dass es in Kombination mit den normalen Grundplatten dann farblich doch ziemlich kollidiert. Neu beim normalen Gravitrax sind erstmals auch die Deko-Elemente. Hier tummeln sich eben bereits die erwähnten Raumschiffe wie X-Wing und TIE Fighter, aber auch die von der letzten Todessternkreuzfahrt bekannten Geschütztürme. Diese Packung wird vermutlich für eine limitierte Ausgabe sein. Ob es hier dann weitere exklusive Teile drin geben wird, who knows. Hier ist die Packung des normalen Sets, sieht schon alles ganz gut aus und Star Wars sieht ja eigentlich sowieso immer. Ich weiß noch, wie mir beim ersten Trailer von Teil 7 das Broiler-Kostüm über den Rücken lief, weil die X-Wings an diesen in der Wüste gestrandeten Sternenzerstörern vorbeiflogen. Mit den beiden nachfolgenden Teilen konnte ich dann allerdings wieder nicht mehr so viel anfangen. Egal, spielerisch macht der ganze Krempel so viel Sinn wie ein Ferrari in einer Tempo 30-Zone. Farblich gefällt mir der Grünersatz nicht so richtig, die Kurvensteine in diesem leichten Raumschiff Unigrau finde ich dagegen echt ansprechend, die werden aber dann weiß sein, nur mit diesen Strukturen eben drauf. Wie gesagt, das meiste hier ist noch Prototyp und aus dem 3D-Drucker. Aus dem 3D-Drucker ist auch der hier gezeigte Actionstein, die Vertical Cannon, also der hier gezeigte Prototyp natürlich nur. Das Ding ist eine ziemliche Oschi und wer da einfach an eine um 90 Grad gedrehte Gausskanone, Magnetic Cannon gedacht hat, lag falsch. Die Funktion erschließt sich nicht unbedingt sofort, darum hier nun die Erklärung. Unten läuft eine Kugel rein, würde oben nun schon eine liegen, würde diese über die altbekannte Magnetfunktion nach oben herausgeschossen. Über den Druckkopf kann nun das Innenleben in Gang gesetzt werden und die Kugel wird einen Schritt weiter transportiert. Dadurch wird die Vertical Cannon endlos nutzbar, allerdings nur, wenn diese eben manuell weitergedreht wird. Ist so ein bisschen das Prinzip wie bei einem Revolver. So lassen sich immer wieder neue Kugeln auf 10 Höhensteinen in die Bahn bringen. Ich bin gespannt, wie es in echt funktioniert und wie leichtgängig die Mechanik sein wird. Wünschenswert wäre hier echt eine Power-Version, die sich ohne Eingreifen nach dem Abschluss der Kugel selber weiterdreht. Die hier ausgestellte Version ist wie gesagt aus dem 3D-Drucker und war leider nicht mehr funktionsfähig. Eine fertige Version, also bis auf das Rendering auf der Packung, gab es leider nicht zu sehen. Gemeinsam mit der Vertical Cannon wird es auch ein neues Action-Set geben, das trägt den Namen Energy und wird neben der Vertical Cannon auch die Lights enthalten. Kurz natürlich auch noch ein Update zu Gravitrax Junior, auch hier schlägt die Disney-Lizenz rein, es wird Sets zu Frozen und König der Löwen geben, ebenso kommt auch eine Weiche, aber vermutlich erst im nächsten Jahr. Tja, meine subjektive Meinung,
Star Wars ist schon irgendwie okay, ich persönlich brauche aber die Deko-Elemente so gar nicht. Am meisten stört mich allerdings, dass es farblich nicht so zum Rest passt. Der Dropper ist auch bereits als 3D-Druck zu bekommen, aber hier ist der Aufbau etwas anders gelöst. Mal sehen, ob es mit der Star Wars-Lizenz noch weitere Sets geben wird. Die Vertical Cannon bringt auf jeden Fall einiges an Höhe und erinnert doch sehr an den manuell bedienbaren Lift. Und den habe ich nach dem Testvideo eigentlich nie mehr wieder verwendet. Ich hoffe, die Vertical Cannon schafft es, mich da mehr zu begeistern. Und nach dem Builder-Event 2024 habe ich natürlich auch gefragt, das könnte in diesem Jahr sogar etwas werden. Filmen war hier übrigens nicht unbedingt erwünscht, nach Absprache konnte ich aber doch diese Aufnahmen machen, auch ohne dafür irgendwas unterschreiben zu müssen. Darum vielen Dank ans Ravensburger Team für das Vertrauen. Und jetzt seid ihr dran, kloppt eure Meinung unten in die Kommentare, sie werden bestimmt gelesen. Und natürlich kugelbahn.de abonnieren, das Video liken und aktiviert das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt, dann vielleicht ein bisschen mit erkältungsfreierer Stimme und tschüss.